Die Ränge in Valorant werden anders aussehen, sie werden anders heißen und es gibt Pläne für die, ja, im Endeffekt jetzt Release-Setzung der neuen Ränge mit Patch 1.02 und auch für die Zukunft. Ich hoffe, der nahen Zukunft gibt es Dinge, die sie umsetzen wollen. Das gibt es in einem Blogpost und ich habe alles für euch heute hier in diesem Video mal zusammengefasst. Ja, Mono des Food am Start mit einer weiteren Folge zu Valorant. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu dem heutigen News-Video. Wenn ihr keine Informationen zu Valorant verpassen wollt, lasst mir gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke, denn wahrscheinlich wird am heutigen Abend schon das nächste Video mit den Patchnotes live gehen, es sei denn, sie ändern etwas an ihrem Schedule und dann ist es vielleicht doch erst Mittwoch der Fall. Zuallererst muss man sagen, dass Riot Games den Blogpost so aufgebaut hat, dass sie zum einen erstmal all die Features bzw. Änderungen, die zum Release mit Patch 1.02 an den Start gehen, das haben sie zusammengefasst und dann gibt es einen Ausblick für die nahe Zukunft und noch weitere Dinge, die sie bis Ende 2020 planen. Das heißt, all die Änderungen, die ihr jetzt zum Patch 1.02 zum Ranglistensystem erwartet, werden wahrscheinlich nicht direkt reinkommen. Für den einen ist das eher eine traurige Geschichte, andere wiederum sagen sich, jo, Riot Games wird das schon irgendwie regeln. Geregelt haben sie hier an dieser Stelle übrigens auch die Icons und ich war einer der Ersten, der gesagt hat, dass ich anhand der Icons am Anfang überhaupt nicht erkennen konnte, ob ich jetzt gegen den Silber- oder Platin-Spieler spiele oder ob das jetzt Bronze- oder ein Goldspieler ist, weil einfach die Symbole super unkenntlich waren. Genau hier haben sie als allererstes Hand angelegt. Das waren hier die Ränge Eisen, Bronze, Silber, Gold, Platin, Diamant, Immortal und Valorant zur Beta. Das heißt, mit diesen Rängen haben wir schon gespielt und ich fand einfach, besonders wenn man sich in-game befand, dann hat man an einigen Stellen halt echt nicht Unterscheidungen treffen können. Und die wurden jetzt optisch komplett überarbeitet. So sehen die neuen Farben aus. Das heißt, wir sehen hier vor allem kontrastreichere Symbole, die es auf jeden Fall erleichtern werden, genau einschätzen zu können, gegen was für Spieler ihr gerade spielt und wer sich natürlich in eurem eigenen Team befindet. Eine Sache dürfte euch aufgefallen sein, Valorant, den höchsten Rang, den ihr spielen könnt, den gibt es nicht mehr. Der wurde jetzt umbenannt in Radianid, dürfte dem einen oder anderen ja schon mittlerweile ein Begriff sein, wirklich Valorant. Das hat man einfach deswegen gemacht, weil man jetzt keine Problematik mehr hat, ob man jetzt vom Rang Valorant spricht oder eben vom Spiel selbst. Das heißt, das ist an dieser Stelle einfach nur Nice-to-have-Änderung. Und ich glaube, damit sind die meisten Leute auch echt zufrieden, weil dieses Symbol da vorne, das irgendwie vor dem eigenen Profil zu sehen, ach, ich glaube, das wird relativ schwer, meine Freunde. Apropos schwer, könnt ihr euch noch an die Beta erinnern, wo ihr mit euren Freunden gemeinsam den Ranglistenmodus gestartet habt und nach ein bis zwei Matches auf einmal nicht mehr zusammenspielen konntet, weil es Skillunterschiede gab, auch wenn ihr eigentlich recht ähnlich performt habt, weil man gab es da Unterschiede von über zwei Rängen und dann musstet ihr eure Freunde halt einfach im Stich lassen. Das soll so in der Art und Weise jetzt nicht mehr passieren, denn im Blogpost steht eine einfache Möglichkeit, mit Freunden zu spielen. Was sich da wohl hinter verbirgt, erzähle ich euch jetzt. Im Text steht explizit drin, du kannst dich jetzt während deiner Platzierungsmatches mit Freunden ins Matchmaking begeben, auch wenn ihr auf recht unterschiedliche Niveaus spielt, jedenfalls bis zu einer gewissen Grenze. Das heißt, wenn ein Bronzespieler mit einem Diamantspieler spielt, wird das höchstwahrscheinlich nicht funktionieren. Aber Bronze zu Platin sollte zum Beispiel an dieser Stelle dann kein Problem mehr sein. Und ich glaube, genau das ist ja auch das, was wir haben wollen. Es kann sich ja eine Wertung nach 2, 3, 4, 5 Platzierungsmatches zum Beispiel ja noch verändern. Und dann die Gruppe aufzulösen mit den Freunden, mit denen man sich eigentlich verabredet hat, mit denen man eigentlich zocken wollte, kann man nicht mal diese Placement-Matches zu Ende spielen. Genau da soll jetzt hier an dieser Stelle vorgegangen werden. Wie genau das am Ende des Tages dann aufs Matchmaking und auf die Fairness in irgendeiner Art und Weise Auswirkungen haben könnte, das werden wir alle zum Patch 1.02 dann am eigenen Leibe erfahren. Ein weiterer Punkt, den Riot Games hier in diesem Blogpost auch nochmal anspricht, ist die Fairness bezüglich des Matchmakings. Wenn sich eine Person alleine anmeldet, dann soll die Wahrscheinlichkeit relativ gering sein, dass die Person mit anderen Solospielern gegen ein komplettes Fünfer-Team geworfen wird. Das heißt, sie arbeiten im Hintergrund noch daran, das Matchmaking zu verbessern. Sie sagen aber auch, dass unabhängig von der Gruppengröße auf fast jedem einzelnen Rang, bis auf den letzten beiden, also vorher war das Immortal als auch Valorant, jetzt ist es Immortal als auch Radianid, da war die Fairnessrate nicht bei 50-50, aber bei allen anderen Rängen darunter sollen die Matches unfassbar ausgeglichen gewesen sein. Deswegen frage ich euch jetzt an dieser Stelle mal, ich habe meine eigenen persönlichen Erfahrungen damit auch gemacht. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, wie es bei euch in der Beta war und was ihr euch erhofft. Könnt ihr auch gerne schon in die Kommentare schreiben, was mit Patch 1.02 ranglistenmäßig denn reinkommt. Also gibt es irgendwas, das eurer Meinung nach am Ranglistensystem noch geändert werden muss, dann schreibt das gerne jetzt rein.
Vielleicht wartet ihr aber auch noch, denn wir kommen jetzt zu den Features, die auf jeden Fall noch in den nächsten Monaten kommen werden. Eine Sache, die unfassbar genial ist, meiner Meinung nach, das ist so ein bisschen wie auch bei Overwatch, es wird Rang-Saisons geben. Das heißt, es gibt einen saisonalen Rang, der immer ungefähr 2 Monate geht. Und bei 2 Monaten müsst ihr natürlich, genauso wie auch ich, an die Events denken. Das heißt, wir haben derzeit das Ignition-Event und das geht genau 2 Monate. Beziehungsweise Pi mal Daumen. Das heißt, den Rang, den ihr dann in diesem Zeitraum bekommen werdet, ist auch limitiert auf dieses Event. In dem Moment, wo das Event beendet ist, wird es dann wahrscheinlich auch einen Stopp, also einen Stillstand bezüglich eures Ranges geben, bis dann eben, vielleicht einige Tage später, das nächste Event mit der nächsten Ranglisten-Saison weitergehen wird. Das haben wir auch in anderen Games, wie beispielsweise Apex. Das heißt, es wird immer wieder kleinere Resets geben, höchstwahrscheinlich. Wie genau das aussehen wird, werden wir wahrscheinlich im August dann sehen, weil da sollte dann die Saison vorbei sein. Zum Patch 1.02 wird im Hintergrund übrigens auch schon genau berechnet, wann ihr wie mit wie vielen Punkten aufsteigt, wie viele Punkte ihr verliert, wie eure persönliche Performance war, um das dann alles im Laufe der nächsten Wochen mit einem neuen Patch in einem Karrieremenü sehen zu können. Das bedeutet, ihr könnt euch wahrscheinlich euer als auch das Profil eurer Freunde genau anschauen, um zu sehen, mit welchen Runden, also in der Match History zum Beispiel, seid ihr aufgestiegen, wie ist eure Performance, wie viele Kills macht ihr pro Runde im Durchschnitt, pro Match und so weiter und so fort. Das heißt, eine richtige Übersicht, anhand derer wir genau in Erfahrung bringen können, wie gut wir performen und woran wir vielleicht noch arbeiten müssten, das soll in wenigen Wochen ins Spiel implementiert werden und alle Daten dafür werden jetzt schon im Laufe der nächsten Wochen gesammelt. Was leider nicht adressiert wurde, sind Top 500 Platzierungen. Das heißt, in dem Moment, wo ihr den höchsten Rang erreicht habt, gibt es dann keinen Grund mehr weiterzuspielen. Da das aber wahrscheinlich 0,01% aller Spieler betreffen wird, vielleicht sogar noch weniger, ist das natürlich eine schwierige Sache. Ich glaube, daran werden sie erst in der Zukunft arbeiten. Die schreiben auch in dem Blogpost eine Sache, die meiner Meinung nach sehr wichtig ist. Sie versuchen erstmal für alle Länder, in denen Valorant ausgerollt wurde, dann den Ranglistenmodus zu implementieren, sodass der Butter weich läuft. Soll erstmal alles laufen und dann wird Step für Step an neuen Features gearbeitet. Es wurde im Blogpost auch von Dingen gesprochen wie kompetitive Features wie die Unterstützung von Teams, Turniere im Client, eine faire Verlängerung und detaillierte Vergleichsmöglichkeiten in den höchsten Rängen, besten Listen und vieles, vieles mehr. Das heißt, da ist viel in der Pipeline, aber der Ranglistmodus, der mit Patch 1.02 kommt, hat leichte Verbesserungen, die wir wahrscheinlich nicht so sehr merken werden, außer der Tatsache, dass wir mit unseren Freunden wahrscheinlich länger spielen können. Und im Laufe der nächsten Wochen wird es dann die Karriereoption bzw. die Profiloption geben, wo ihr euch genau eure Ränge angucken könnt. Alles zum Patch 1.02 werdet ihr hier bei mir auf meinem Kanal auf jeden Fall im nächsten Video sehen. Sobald die Patch-Notes da sind, könnt ihr von mir in wenigen Stunden später ein Video dazu natürlich erwarten. So viel aber erstmal zu den Rängen. Es gibt eine Sache, über die ich ganz kurz noch mit euch sprechen möchte. Und zwar ist gerade ein Reddit-Thread sehr, sehr am Explodieren bezüglich der Guardian. Ich glaube, wir alle wissen, dass die Vandal und die Phantom die Waffen schlechthin sind, die fast immer gespielt werden. Und jetzt sagt jemand, dass wenn die Guardian im Preise reduziert werden würde, und zwar auf 2400, dass das ein so guter Move wäre, dass man sich in einigen Momenten gegen eine Bulldog und gegen eine Spectre entscheidet und eher für die Guardian voten würde. Jetzt meine Frage an euch, glaubt ihr, dass Preisanpassungen schon alleine ein Grund sein könnten, eine Waffe den anderen zu bevorzugen? Oder glaubt ihr, dass es am Ende des Tages immer wieder auf dieselben Waffen hinauslaufen dürfte? Was sagt ihr? Glaubt ihr, wenn die Guardian günstiger werden würde, dass die dann weitaus öfter gespielt wird? Lasst mich gerne dazu eure Meinung mal in den Kommentaren wissen. Ich versuche wieder auf so viel wie möglich einzugehen und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video zum Patch 1.02. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Falls euch das Video gefallen hat, haut mir gerne einen dicken fetten Daumen nach oben, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, falls ihr kein Video zu Valorant bei mir hier auf meinem Kanal verpassen wollt. Danke fürs Einschalten, stay tuned, das war Smuggel und wir sehen uns in der nächsten Episode.